Nun, was werden The Void Doctors Abenteuer im Schneeland jetzt noch geben? Aber einen Augenblick. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. 9 ist hier, so, keine Idee. Yep. Oh, da ist auch schon einer. Oh, Bruder. Na, haben wir das Problem jetzt endlich gelöst, hoffen wir. Ah, das sind keine bösen Leute. Ich dachte schon eigentlich, das hätten wir schon geklärt, oder? Und da rennen sie schon weg. Naja, hast du mal recht. Dann sind wir jetzt endlich fertig. Oh, danke, endlich. Jo, darum sind wir hier. Ehrlich zu sein, hatte ich das schon vergessen. Och, no, nö, bitte nicht. Naja, wieder mal diese Viecher hier kleinhauen. Ach ja, wie oft habe ich die jetzt schon erledigt? Kann ich mich ehrlich nicht mehr dran erinnern, obwohl das könnte auch daran liegen, dass ich so lange kein Video mehr gemacht habe. Na komm her, du blauer Hund. Ah, Hundewurst gemacht. So, das ist eigentlich ganz ordentlich. Jetzt laden wir uns mal wieder auf. Und ich's vergesse. Ach ja, Support. Ja, das können wir jetzt vergessen, dank meiner Dummheit. Ist das nämlich aufgebraucht worden. Naja, es klingt doch gut für Null. Das könnten wir doch vielleicht gebrauchen können. Ja, und schon sind wir wieder unterwegs. Und schauen wir mal. Ach ja, Wölfe. Und die kommen wenigstens gleich zu mir hier. Na, ihr wisst ja eigentlich, dass ihr gerade Selbstmord begeht. Ich meine, sobald ich aufstehe. Komm schon, du Ritter. Genau, ich gebe jetzt ihr die Schuld, weil ich die Kontrolle über sie habe. Oh Mann, das ist verrückte Logik hier. Komm schon, spring endlich in die Kreissäge. Jetzt dreht sie sich auch noch automatisch um. Na endlich. Ja, ja, blocken. Sobald man blockt, ist alles in Ordnung. Oh Mann. Okay. Ah ne, Moment, wir müssen hier in die andere Richtung. Ups. Ach, okay. Dann machen wir das mal. So, und jetzt sind wir wieder hier. Ha, gut. Auf nach oben. Oh, natürlich, klar. Ach, wie ich euch liebe, ihr kleinen. Gut, dass ich die 20 Kämpfe nicht sehen musste, die ich auf Weg hier hatte. Ah, komm. Ah, arg. So, jetzt reagier endlich, du blöder Knopf. Und du? Hör auf rumzuspielen hier. Ja, endlich. Endlich denke ich mal dran, wieder abzublocken. Dann ist das ein Trauerspiel, wenn man nach ein paar Monaten sowas wieder anfängt hier. Und, ach toll, sieht genau gleich aus. Ganz genau gleich. Hier scheint nichts sich zu verstecken. Okay, jetzt wollen wir mal auf Nummer sicher gehen. Du säufst nochmal so eine Potion hier. Und genau, wir können noch viermal irgendwo speichern. Also machen wir das jetzt. Weil sonst rennen wir wahrscheinlich gleich wieder in eine Story-Portion mit Endboss oder sowas. Und dann geht's rums, die Wurms aus, die Maus wieder weiter. Okay, weiter nach... Oh, Mann. Okay. Jetzt habe ich aber die Nase voll von euch hier. Und du, grüner Wicht, stirb auch endlich mal. Oh, blocken. Zweimal zuschlagen. Oh. Ja, da habe ich ihn sogar aus... Na, also, geht doch. Ja, besser als wenn er mich jedes Mal trifft. Was versteckt sich denn hier im Gras? Ja, nur Krimskrams. Und... Ah ja. Hier brauchen wir die Axt. Im Walde. Und schauen wir mal, was wir hier so finden. Oh. Da ist auch noch was. Und natürlich geht's hier mal weiter. Ich wünschte, es gäbe hier so wie in manchen RPGs so eine Möglichkeit, diese ganzen Kämpfe mal abzuschalten. Aber na, was soll's. Ohne die Kämpfe wäre das Spiel ohnehin tödlich langweilig. Außer für die, die gerne mal eine Art Schmiedesimulator ausprobieren. Und jetzt gucken wir uns mal, was da an ist. Ja, wir haben es fast geschafft.
Jetzt hacken wir mal mit unserer Axt hier rum und sammeln Kristalle ein. Lass mich raten, die können wir auch zu Waffen schmieden später. Und. Okay. Ach komm. Ach, hier kommen hier komischen Kopfschmerzköpfe hier. Ha, geblockt. Ha. Spür den Schmerz der Kreissäge. Und erledigt. Ja, das geht doch mal vorwärts ordentlich. Was versteckt sich jetzt hier? Oh, Schatztruhen. Na gut, das habe ich gerade aufgebraucht und schon habe ich es wieder. Gut, gut, gut. Das ist doch alles schön hier. Und ich kann sogar gleich einen neuen Speer machen, wenn ich zurückkomme, ohne meinen alten wieder eindosen zu müssen. Das ist sogar super gut. Autsch. Ha, genau. Verdammt, wir hauen uns hier gegenseitig eins auf die Fresse. Ha, aber diesmal habe ich geblockt. Und du, nee, du zauberst mir jetzt nicht die Jucke voll, du bist tot. Problem gelöst, Gefahr gebannt. Oh, ich gehe gerade 2 Meter und schon wieder. Na gut, das ist nicht so schlimm. Erstmal mache ich Hundewurst aus den beiden. Und der ist nicht so schlimm, solange man daran denkt, rechtzeitig zu blocken. So, genau. Immer schön. Zweimal zuschlagen. Autsch, da war ich aus dem Rhythmus. Zweimal zu. Autsch! Einmal zuschlagen und. Ah! Ah! Ah, so geht's doch. Jetzt darf ich mich natürlich nicht treffen lassen, oder? Das wird übelst. Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Viel knapper als erwartet. Okay, ich melde mich nochmal wieder, sobald ich was Neues finde. So, diesmal funktioniert meine Aufnahme. Ah ja, genau. Und da war ein Teil von meiner Aufnahme weg. Hast du... Als ich mit Gerdam zusammengetan habe, zaubert jetzt ein Golem dabei, den wir jetzt bekämpfen müssen. Genau. Und davor war noch ein ganzes Stück, wo ich stundenlang im Kreis herumgelaufen und Monster bekämpft habe, bevor wir 1-2 Bildschirme weitergegangen sind. Aber leider hat der Aufnahmeapparat, den ich benutzt habe, diese Aufnahme total zerstört. Also werdet ihr das wahrscheinlich nicht mehr sehen. So, dieser Golem hier ist eigentlich ziemlich lächerlich. Nicht nur, er ist überraschend unempfindlich gegen Feuer, wie ich festgestellt habe. Außer bei, nach der Waffenverzauberung, die ja gut funktioniert. Aber solange man den Kerl nicht auf die Rübe kriegt, wenn er anfängt zu flattern und rechtzeitig abblockt, ist er eigentlich ziemlich leicht. Viel leichter als der Zwischenboss davor, komischerweise. Was auch gut ist, denn hier kann ich mich leider nicht mehr verwandeln, weil ich das blöde Juwel ja schon aufgebraucht hatte. Und, naja, hier probiere ich auch gleichzeitig was anderes aus. Ich habe zuerst die Aufnahme gemacht und habe dann hinterher den Kommentar darüber gesprochen, um mal zu sehen, wie sich das anhört. Quasi als Experiment. Und während hier der Kampf jetzt schön vor sich geht, kann ich weiter labern, ohne um mich abzulenken. Das ist doch schon mal was Positives. Ah ja, die Frage ist jetzt natürlich nur, wie weit können wir das jetzt hier bringen? Okay, ich versuche jetzt auch die anderen Videos auf diese Weise zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich da wieder direkt spreche, während ich spiele, oder ob ich nach Kommentar spreche. Also hier ist jetzt nicht viel passiert, außer dass ich gewonnen habe, wie üblich. Und diesmal war es so leicht, dass ich fast gar nichts gebraucht habe. Tja, ja, wieder mal Levelaufstiege, das ist wunderbar. Also, Punkt ist, in diesem LP, den ich jetzt wirklich schnell zu Ende bringen will, damit er mir nicht mehr auf den Keks geht, werde ich jetzt mal das jetzt so machen, wie ich es eben gesagt habe, um Himmels Willen. Ach ja, Passeur hat verloren. Ah, guter Versuch, Schwester. Wie konntest du sie besiegen? Hey, Guys, was geht vor sich? Ach ja, jetzt kommen die Dorfbewohner und beschuldigen uns wieder, böse zu sein. Ach, das ist ja eine richtige Komödie hier. Ha. Ah, wir sind böse Beschwörer? Reden sie über uns? Oh Mann, die ist so doof. Na ja gut, der Geist, der sie beherrscht, jedenfalls ist so doof. Ah, du dreckiger Lügner. Ah ja. Komisch, er hätte es fast geschafft, den Deppen zu überzeugen, aber da flippt er wieder aus. Ja, der komische Stein da hinten fängt an zu quietschen. Oder ist es die Dämonenklinge?
Eine unbekannte Stimme fängt an zu seufzen oder zu stöhnen. Und ein Erdbeben. Ja, Gerdam ist ein bisschen durchgedreht. Deiner nimmt das wieder gelassen wie üblich. Passeur flippt total aus. Und faut ab. Good riddance. Und Gerdam haut natürlich auch gleich ab. Und wir haben gewonnen. Das wäre dann Schwert Nummer 3. Hey, da haben wir das fast geschafft. Jetzt fehlt nur Schwert Nummer 4 und dann müsste der Endkampf kommen. Ja. Noch ein bisschen Drama zwischen den beiden Hauptpersonen hier. Ein bisschen Romantik und so weiter. Aber bevor wir einen Fehler begehen können, kommt wieder eine unbekannte Stimme und hilft uns hier aus. Ach, ist das nicht süß. Ja, wer mag das sein? Diese Power, das ist... Ah, da sind die vier Knilchoiden wieder. Ah, ja. Na, kann man nur hoffen, dass alles allen gut geht hier. Ah, genau, das war die Macht von Aimer. Und wer ist Aimer? Oh, genau, das Mädel dort. Ah, ja. Nesty ist wieder mal nasty. Ach ja, und jetzt beginnt hier diese lange Comedy-Sequenz, die wahrscheinlich viel mehr Spaß macht, wenn man das selbst spielt hier. Hier ist Hazar, das Hasenmädchen wieder. Ach ja. Jetzt müssen wir uns doch diese Story-Sequenz antun, wenn wir zurückgebeamt sind, wahrscheinlich auch gleich nochmal eine Menge Gelaber, bevor wir wieder schwer das den ganzen Zyklus wiederholen. Nochmal das nachtrechtliche Gequatsche, dann wieder neue Waffen schmieden, dann neuen Dungeon. Und dann wiederholen wir das noch einmal, hoffentlich nur noch, und dann haben wir es geschafft. Aber mal sehen. Wer weiß, was das Spiel uns noch dazwischen liegt. Ach, der Kerl ist immer noch so misstrauisch. Und Deiner macht mal wieder einen dummen Witz. Nesty fühlt sich wieder mal gleich angesprochen. Ja, da muss ich ihm recht geben. Mann, das stimmt allerdings. Ja. Da können sie nichts sagen, denn das ist die Wahrheit. Dann kommen die Kinder und verteidigen uns. Oh, wie süß. Unschuldig, aber dumm. Hey, Kid. Diese Leute haben uns geholfen. Wir sind nicht böse. Ach ja, aber sind mit denen, die weggelaufen sind? Boah, mit denen haben wir nichts zu tun. Aber sie sind diejenigen, die all diesen Ärger verursacht haben? Hm, ja, genau. Halten wir uns daran, auch wenn wir die vier eigentlich nicht viel wissen. Ja. Und jetzt kriegen wir Geschenke. Oh, das ist ja wie Weihnachten hier. Versteht ihr? Schnee, Eis, Weihnachten? Ja, oh, ich bin so schlecht. Ah, jetzt kommt wieder dieses blödsinnige Lied. I love sweet potatoes love me. Sweet potatoes near to me, sweet potatoes far from me. Ich frag mich, ob das japanische Original auch so schlecht war. Okay, das singe ich jetzt nicht mehr, das reicht jetzt. Oh, und jetzt fressen sie alle Süßkartoffeln. Das ist so niedlich. Oh. Ach ja. Damit endet diese Episode wahrscheinlich bald. Eieiei. Dann bin ich mal gespannt, wie sich der Nachkommentar am Ende anfühlt, wenn ich diese beides hier zusammenfüge. Weil mein komischer Rechner mit seiner komischen Soundkarte beschwert sich immer mehr über die Verwendung von Stereo-Mix. Darum mache ich jetzt beides getrennt. Benutzt ein Audioprogramm, um das aufzunehmen, und ein anderes Programm für die Videoaufnahme. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man Audio und Video zusammenfügt am Ende. Das soll eigentlich ganz einfach sein, aber hey. Okay, Deiner hat so einen komischen Kristall noch extra bekommen. Die Kinder werden wieder zurückgerufen. Alles in Ordnung hier. Yeah. Und das war's damit auch schon. Damit ist das auch schon das Ende. Anschließend bin ich nur zurückgesprungen und als ich sah, dass wieder eine neue Laberrunde anfing, habe ich gleich aufgehört. Leider ist der Teil auch von meinem Aufnahmeprogramm zerstört worden. Das heißt wahrscheinlich, ich wechsle das Aufnahmeprogramm, weil das, was ich verwendet habe, war echt scheiße. Ich meine, das, was ich experimentell jetzt verwendet habe, davor habe ich ein anderes verwendet, zu dem werde ich jetzt wieder zurückgehen. Und ach, das wollt ihr wahrscheinlich alles gar nicht hören. Bis zum nächsten Mal.